So, und weil wir auf meinem Zeitplan jetzt schon eine Minute Verspätung haben, ohne viel Federlesen zu jemandem, der die Handparade schon seit ihrem Beginn 1997 mit Kraft, mit Rat und Tat immer wieder unterstützt. Er ist der arme Mensch, der die Fehler grüner Politik ausbaden muss. Er hat auf Handparaden schon Flaschenwürfer abgekriegt, die er nicht verdient hatte. Und er wird sich auch heute wieder den einen oder anderen Buhruf gefallen lassen müssen. Dabei ist er eigentlich einer der wenigen Grünen, die tatsächlich auf unserer Seite sind und tatsächlich für die Legalisierung von Cannabis streiten. Viel Spaß mit Timo Harrach von der Landesarbeitsgemeinschaft Drogen der Grünen. Ja, vielen Dank, Steffen. Liebe Leute, ich bin beeindruckt von dieser Kulisse. Wie gesagt, ich bin seit Anfang an bei der Hanfparade dabei und ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren werden wir wieder mehr und mehr und es wird eine große und machtvolle Demonstration heute für die Legalisierung von Hanf. Liebe Leute, wir haben uns heute versammelt, um für eine andere Drogenpolitik in diesem Land zu demonstrieren. Wo könnte man das besser als hier auf dem Washingtonplatz in Berlin? In den Bundesstaaten Washington und Colorado der USA findet gerade die Cannabis-Legalisierung statt. Und das im Mutterland der Prohibition. Es ist nicht lange her, da haben uns Politiker erzählt, dass ein legaler Verkauf von Cannabis wegen internationaler Übereinkommen nicht möglich sei. Die USA als Initiator und Wächter dieser globalen Drogenkontrollabkommen würde sofort in die Länder einmarschieren, die Cannabis legalisieren. Was für ein Quatsch! In den USA wird uns gerade die Legalisierung vorgemacht. Aber auch anderswo in der Welt geht es in Sachen Cannabis gut voran. In Uruguay haben Parlament und Regierung die Legalisierung beschlossen. Und in Spanien, Portugal und in anderen europäischen und außereuropäischen Ländern schießen Cannabis-Social-Clubs wie Pilze aus dem Boden. Diese globalen Entwicklungen werden von der deutschen Bundesregierung ignoriert. Die große Koalition aus CDU, CSU und SPD hält krampfhaft an der gescheiterten Verbotspolitik fest. Man nennt sie zu Recht GroKo, denn wie ein bösartiges Reptil aus prähistorischen Zeiten hat sie sich mit ihrem großen, gefräßigen Maul in der gescheiterten Verbotspolitik festgefressen. Dabei reißt sie so manchen Hanffreund durch Kriminalisierung und Strafverfolgung mit in die Tiefe. Liebe Freunde, dieser GroKo werden wir ein Ende bereiten. Wir werden sie jagen, erlegen und ausstopfen. Ausstellen werden wir sie dann zusammen mit den anderen bereits ausgestopften Dinosauriern, ausgestorbenen Dinosauriern, da hinten im Naturkundemuseum. Die Dinosaurier sind bekanntlich ausgestorben, weil sie sich nicht an veränderte Lebensbedingungen anpassen konnten. Wie einst Tyrannosaurus tyrannisiert die Bundesregierung mit ihrer Drogenpolitik friedliche und pflanzenfreundliche Zeitgenossen. Dabei handelt es sich schon lange nicht mehr um die Tyrannei der großen biersaufenden Mehrheit über eine kleine, hanfgebrauchende Minderheit. Nein, die Drogenpolitik der Bundesregierung stellt sich als Terror gegen erhebliche Teile der Zivilbevölkerung dar. Prozent der jungen Berlinerinnen und Berliner im Alter von 16 und 27 Jahren haben gemäß einer Studie der Alice-Salomon-Hochschule schon mal Cannabis probiert. Das heißt, 69% der jungen Berlinerinnen und Berliner sind durch Strafverfolgung, Knast, Verlust von beruflichen Perspektiven und Schikanen wie Führerscheinentzug bedroht. Das lassen wir uns nicht weiter gefallen.
Ich rufe Frau Merkel da hinten im Kanzleramt zu. Hier vorne am Hauptbahnhof hat vor langer Zeit der Zug gehalten, der für Sie in der Drogenpolitik längst abgefahren ist. Es gibt aber auch positive Entwicklungen in Deutschland. So hat das Verwaltungsgericht Köln vor 2 Wochen mehreren Schmerzpatienten in ihrem Ansinnen, Cannabis als Medizin selbst anzubauen, Recht gegeben. Auch dieses Urteil ist eine Klatsche für die Bundesregierung, die aus ideologischen Gründen schwerkranken Menschen den Zugang zu hochwirksamen Therapeutika verbieten will. Eine weitere sehr positive Entwicklung sind die Initiativen deutscher Kommunen, Cannabis-Produkte unter kontrollierten Bedingungen an Erwachsene abzugeben. Frankfurt am Main und das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg hier in Berlin gehen dabei voran. Es macht mich schon ein wenig stolz, dass solche Cannabis-Abgabeprojekte vor allem auch von grünen Politikerinnen und Politikern vorangetrieben werden. So hat das Bezirksparlament von Friedrichshain-Kreuzberg mit den Stimmen der Grünen, Linken und Piraten beschlossen, einen Antrag beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zu stellen, um einen wissenschaftlich begleiteten Modellversuch zur Cannabisabgabe an Erwachsene ermöglichen zu können. Das Grüne Bezirksamt ist derzeit mit der Ausarbeitung des Antrags und der Vorbereitung des Projekts beschäftigt. Dabei geht es uns darum, Jugendschutz zu realisieren, statt potenziell verunreinigte Schwarzmarkt-Cannabis hochwertige Hanfprodukte mit definiertem Wirkstoffgehalt anbieten zu können. Und die Prävention zu stärken sowie Früherkennung und Frühintervention für Menschen zu ermöglichen, die mit ihrem Konsum Probleme bekommen. Auch die gibt es. Wir wollen nicht, dass die Legalisierung in ein Big Business für einige wenige abdriftet. Wir Grünen setzen uns für in jeder Hinsicht faire, solidarische, gesundheitswissenschaftliche, tragfähige und ökologisch verträgliche Legalisierungsmodelle für Drogen ein. Liebe Leute, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch eine schöne, entspannte und erfolgreiche Hanfparade. Vielen Dank. Vielen Dank, Timo Herrach, Bundesarbeitsgemeinschaft Drogen bei Bündnis 90 Die Grünen. Hallo auch an Herrn Ströble, der da hinten steht. Das Hanf ist immer noch nicht frei. Was tun Sie denn dafür?